So, der Schilling meldet sich zur Welt von Drakensang online mit ein wenig PvP, Eroberung der Flagge. Diesmal aber als Abwechslung habe ich die Schriftrolle drin und mir die Supernova gegönnt, denn schauen wir mal, bisschen Sterbe-Action-Moment, der muss auch noch sein. Und so sieht's dann aus, ist nicht überragend dafür, dass ich dann nicht blocken kann, aber hey, ich nehme, was ich bekommen kann. So, mir wurde hier ein Eierkocher angeboten für Ostern. Irgendwie, Hallöle Spieletrend, wenn du einen Eierkocher suchst, bist du bei mir richtig. Das heißt, jetzt weiß ich schon mal Bescheid. Dankeschön dafür. Das Dragan-Event steht in den Startlöchern. Warum sind wir nur 4 Leute? Das ist noch eine viel wichtigere Frage. So, und ich habe ja da ein paar Test-Server-Videos gemacht. Habe aber auch gehört, irgendwie, ey, das ist zu kompliziert, trotz seinen Videos verstehe ich das Event noch immer nicht. Und ja, ich muss sagen, Dragan 3.0 ist wohl das komplizierteste Dragan-Event bisher. Oder, ja, kompliziert, umfangreich, einfach die Summe davon. Und es wurde auch so ein bisschen gefragt, Moment, alleine hat das keinen Sinn, wenn ich hier gegen 4 vorgehe, da warte ich auf einen blauen. Was kann man vorher machen so? Und ja, irgendwie vorbereiten. Braucht man Sphärenscherben? Dies, das? Nö, man kann sich im Prinzip in der Hinsicht nicht wirklich vorbereiten. Das Einzige, was man in der Tat machen kann, also ein paar Dinge. Ich sag mal, so wie es aktuell auf dem Testserver ist, kann man in die Burg Rabenschrei auf schwer. Ist ja ein PvP-Video und ich rede über PvE. Sehr, sehr intelligent. So, in die Burg Rabenschrei auf schwer kann man... Oh, der Mann. So. Ach, schade. Da kann man erst ab Level 45 rein. Wie gesagt, so aktueller Wissensstand vom Testserver. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, von heute auf morgen levelt ein 30er auf 45. Das geht nicht. Aber wer jetzt? Jetzt ist noch eine Woche Zeit. Am 7. April beginnt das und geht bis zum 24. Oh Mann, 24. oder 26. Ich werde es hier einblenden. Aber am 7. April beginnt es auf jeden Fall und yo, da ist jetzt noch eine Woche Zeit und das Event an sich geht auch lange. Aber wer sagt, er will Burg Rabenschrei auf schwer, hat es in meinen Videos gesehen und würde das dann schaffen, der sollte auf jeden Fall, wenn man, sage ich mal, jetzt 43 ist, noch die eine Woche zusammenbeißen. Ach so, ich muss bedenken, dass ich ja, wenn ich sterbe, in der Nähe von Leuten sterben sollte. Einfach die Woche noch durchbeißen und die letzten 2 Level-Ups machen oder so. Ist echt einfacher gesagt als getan. Ich weiß das. Ich habe selbst mal hochgelevelt. Bei Gorga 35.000 Mal mit Früchten der Erkenntnis sogar. Jo, das könnte man einerseits machen, dass man eben in die Burg Rabenschrei auf schwer kommt. Andere Sache, die mir jetzt zum Beispiel für den Mage einfallen würde, man braucht ja dann für den falschen Gnob, braucht man Essenzen, farbenfrohe Essenzen. Und immer wenn es was gibt mit Essenzen, da ist ja die Sache, da zieht man am besten Items an, so, da zieht man am besten Items an, die wenige Attack-Speed haben. Und viel Schaden, viel Crit-Schaden, viel kritische Trefferwertung. Denn je mehr Attack-Speed, desto mehr Essenzen verbraucht man. Je mehr Schaden und je weniger Attack-Speed, desto essenzsparender kann man spielen. Und so mache ich das immer. Ich werde mit meiner Schriftrolle bin ich mit einem Schlag tot. Oh, das war auch 18.000. Das war auch schön. So. Und wenn man eben, genau, so drauf baut, dass man weniger Essenzen verbraucht, dann ist das lohnenswert und man muss nicht so viel farmen. Man muss nicht so viele Essenzen farmen. Das ist eben, wer das Event jetzt kennt, für den falschen Gnob ist das ideal. So viel mal dazu. Das würde mir einfallen. Das heißt, da kann man... Oh Mann, der hat 10k. So, das würde mir mal in dieser Hinsicht einfallen. Dass man sich da noch Items sucht mit viel kritischer Schaden in Prozenten. Und all solche Dinge. Oder ein Mage, der Prämie hat und gerade vielleicht auf den 3k Goldstab zusammenspart, auf den Blitzstab, der sollte auch nochmal Zähne zusammenbeißen und komm, so wie ich hier die
Ha, das war so, ich sterbe, er stirbt, Flagge liegt da und nichts ist passiert. So, Zähne zusammenbeißen und vor dem Event nochmal schnell den Blitzstab holen. Ich bin mir sicher, mit dem werde ich so viele Essenzen sparen im Vergleich zum Testserver, wo ich da mit meinem Mage gezockt habe. Yo. Also so ein Equipment kann man sich zusammensuchen bei Bedarf. Und das war's dann schon an wichtigen Tipps und Tricks und wie man sich vielleicht vorbereiten kann. Viel mehr ist da dann gar nicht mehr. Yo. Fetter Schaden durch die ganzen Supernovas, aber ansonsten ohne Spesen nichts gewesen oder nicht viel gewesen. So, aber das war eine schnelle Runde. Dann gibt es auf jeden Fall noch eine. Und da ist sie auch schon. Ich erinnere mich noch zurück, als ich das beim, keine Ahnung, zweiten Sargon-Event damals gemacht habe oder so. Da war ja auch immer das mächtige Essenzenfarmen und so relativ ätzend. Und da habe ich mir irgend so eine legendäre Zweihandwaffe aufgehoben. Ja, und dadurch hatte ich fast keinen Essenzenverbrauch, weil der Sargon an sich hat dann auch welche gedroppt noch. Genau, so eine Zweihandwaffe ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Besonders, weil ich es jetzt hier so sehe, ein Drachenkrieger. Besonders die, wenn ein Drachenkrieger Solo spielt mit Schild. Das ist so ein enormer Essenzenverbrauch. Da würde ich schon eine gute Zweihandwaffe empfehlen. Eine Woche habt ihr noch Zeit, um die zu suchen. Dann fängt das Event an. Yeah, jetzt sind wir mit dem Iron Foot. Und das war ja der, gegen den ich gerade gekämpft habe, oder? Also, diese Frage ist mal beantwortet. Eine Woche nur noch. Dann geht's los. Und nur weil ich vom Testserver schon ein paar Videos gemacht habe, heißt es nicht, dass auf dem Live-Server nicht auch noch welche kommen werden. Da wird's rund gehen. Da wird's rund gehen. Denn diesmal, ich weiß, ich habe es beim letzten Event auch schon gesagt, aber diesmal will ich sowas von den Umhang haben. Der ist echt ein Muss. So, ich hätte ihn ja schon fast sogar gehabt. Moment. Aber jedes Mal immer nur 3 für den nächsten dann von den 16. Und die wollte ich nicht so lange aufheben. Man wusste ja gar... Boah, ein Trank halt 9k. Nice, 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 nice. Jetzt weiß ich, warum ich den nicht gekillt bekomme. Ein Trank, der 9k heilt. Sehr schön. Boah, ich brauche Hilfe, Leute. Ich brauche Hilfe. Jetzt holt er sich hier irgendwo eine Heilsphäre. Das war jetzt gut, das Update in der Hinsicht. Genau. Denn er hat meine Frostnova unterbrochen. Und sie hatte aber trotzdem keine Cooldown. So, was ist denn jetzt hier los? Jawohl. Sehr, wow. Sehr schön. Aber wenn der so viel Leben hat, dann kann der keinen Schaden haben. Also kann ich zudem auch ran. Da war das in dieser Hinsicht für diese Runde gar nicht mal so schlecht auf Supernova und so. Oh Mann, ich will dieses Interface. Ich brauche das nicht im Spiel. In PvP-Runden. No need Interface. So. 1, 2. Bleib stehen. Lass den doch in Ruhe. Und wer hat die Flagge von denen? Mal wieder der... Jetzt müsste man rechnen. Wenn sein 65%-Trank 9, irgendwas K hält. So, wie viel Leben er dann hat. Komm, langsamer. Aber 3, da kommt ja kein einziger Feuerball durch. Hier bräuchte man vielleicht Blitz. Einfach Kettenblitz spammen ohne Ende. Ach so, der läuft jetzt hin und will dann, falls die Flagge gesaved wird. So, es liegt aber an mir. Ich bin hier der einzige Mage vorne jetzt. Kopfnuss. Hau die Kopfnuss drauf. Hau die Kopfnuss drauf. Komm. Das waren nochmal 3K. Jawohl. Der tanzt Samba da oben und macht den Michael Jackson Moonwalk oder so. Jawohl, Vollmondset. Ja, das sind gerade ein paar Drachenkrieger unterwegs, die sich auf 5 versus 5 spezialisiert haben. Aber jetzt hier nicht killen. Nicht ganz killen. Das hat keinen Sinn, wenn der hier komplett stirbt. So, Moment mal. Ach, die sind nur 4. Deshalb, ich wundere mich schon. Die haben irgendwie keinen, der mal ein bisschen Schaden macht. Also nur einen davon und den sehe ich hier gerade die gesamte Runde lang nicht. Oh, wow, wow. Deshalb. Jetzt weiß ich, was los ist. Aber der hat ein seltenes Kostüm. Auf jeden Fall an.
So, jetzt. Komm, Dampfrakete. Nein. Was macht, wieso macht denn der nichts? Wow. Einer ist AFK und die sind sowieso schon nur zu viert. Und trotzdem noch erobert diese eine Flagge hier. Das nenne ich doch mal Nice One. Und wieso versucht von denen immer der Mage? Wow. Aber der hat schon jemanden im Rücken. Nein, ach so, auch der Magier ist auf Erobern ausgelegt. Hui, nur diese Runde, da hätte ich mir die Supernova erstmal sparen können. 2 Kills bei 88.000 Damage. Leute, schreibt es euch in den Kalender. Im Durchschnitt haben die hier 44.000 Leben. So, wenn der mal kurz stehen bleiben würde, jawohl. Und dann muss nur noch irgendjemand sichern. Und dann war es das auch gewesen. Diesmal aber, hey, das, warum favorisiert? Das verstehe ich mal auch wieder nicht. Ordensritter, Ordensritter, Bannerträger, wir haben, naja, Großmarschall, aber trotzdem. Alter Verwalter. Und jetzt, weil ich das schon länger nicht mehr gemacht habe, stehe auch direkt hier in der Nähe, schaue ich nochmal, ich bin als PvP markiert, oder? Schaue ich nochmal raus hier. Oh, schöne Kampfsau. Schaue ich nochmal raus hier, ob eventuell vor Kingsill was abgeht. Oder ob dieses Update trotzdem nicht so viel geändert hat. Ach doch? Egal, zu welcher Uhrzeit hier geht ab und zu was ab, oder wie? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Vor allem, was sind das für ein Name? 1, 2, 2, 1, 1 und am Ende noch 5, 5. Hier geht's ab. Hier geht's doch ein bisschen ab. Würde ich mal sagen. Los, oder? Okay. Wenn du möchtest, dann... Zuerst ballern und dann verbeugen. Ja, warte mal, wenn ich mein Verbeugen finden würde. Noob Mague! Nein! So, Moment mal. Hier ein Streunern, 31er. Den will ich. Das ist der einzige, den ich schaffe. Oh, damit hätte ich nicht gerechnet. Einfach mal jeden anhitten. Bisschen Stress machen. Ich wurde auch deswegen geflamed. Schilling, du Noob. Du killst alle Mobs hier. Ist ja richtig Easy Mode. Und dann holst du die Heilsphären von denen. Naja, das nennt man taktische Überlegenheit. Oder irgendwie so. Nö, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Bams! Punkte farmen! OP! Na gut. Aber ich will mir hier nicht zu viele Feinde machen. Boah, die hassen mich hier sowieso schon alle. Aber, ach, Supernova, genau. Muss ich... nicht hier stehen bleiben. Muss ich einfach hier stehen... bleiben. Wie sieht es mit den Punkten aus? Lohnt sich das? Oder lohnt sich das eher nicht so? Am Anfang vielleicht schon, wenn es so viel abgeht wie jetzt. Ich meine, wie spät ist das? 16.30 Uhr an einem Dienstag. Ja, würde ich jetzt nicht so als die übelste Primetime bezeichnen. Das ist so ganz in Ordnung. Aber ich würde einen Schritt zur Seite gehen. Ja, ich habe es dir gesagt. Du wolltest ja nicht hören. Das ist ein bisschen nervig, dass man keinen Spawnschutz hat. Aber ich habe einen Spawnschutz, der nennt sich Supernova. Der ist auch nicht so schlecht. Dieser Spawnschutz, der kann sich sehen lassen. Zwei auf einen ist aber unfair, Leute. Das ist auf jeden Fall unfair. Da ging noch einer mit. Man muss ja hier nur stehen bleiben und die Supernova macht den Rest. Dann kann man hier ein paar Punkte farmen. Yo, wie oft bleibe ich hier jetzt noch hängen? Das würde mich interessieren. Oh, Falke, Falke, Falke. Ich habe das Gefühl, manche killen sich hier gegenseitig gar nicht. Vielleicht sind die auch in der Gruppe, das sehe ich. Der hat die Mortis-Maske. Moten hat die Mortis-Maske und ist in der Gilde, die heißt Mortis Mafia. Ach so, da muss man die haben. Das ist die Grundvoraussetzung, wenn man in diese Gilde kommen möchte. Oh Mann. So, jetzt aber mal. Irgendjemand setzt hier mal eine Singu hin. Ich muss nochmal die Punkte abchecken, aber ich glaube, da geht nun nichts mehr weiter, oder? Da geht nichts mehr voran. Na gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal hier. Denn ich habe das Gefühl, egal wo ich hinlaufe, hier laufen alle anderen auch hin. Yo, Spieletrend ist in Town. Da muss man mal ein bisschen ausrasten. Also, das waren ein paar Tipps, was man vor dem Dragon-Event 3.0 noch machen kann, welches in knapp einer Woche kommen wird. Mal schauen, ob ich am Testserver noch paar Mal Dragon abfarmen werde oder was auch immer.
Für dieses PvP-Video war es aber erstmal. Und dann würde ich sagen, jetzt einfach beim nächsten Mal weiter. Spieletrend, oh Spieletrend, unser Chilling Chill.